Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Runde. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Elch, nach dem Zwei-Sterne-Elch. Eine weitere schöne Runde Way of the Hunter. Das schwere Spiel mal wieder. Das Spiel, in dem es eigentlich keine Tiere gibt, wenn man die wirklich aus dem Wald locken. Man muss sie rauslocken mit, weiß ich nicht, mit einem Cheeseburger oder so, keine Ahnung. Na dann, let's go. Wie ist eigentlich mit der Bewaffnung? Das sieht gut aus. Oh, habt ihr das gesehen? Da sind gerade Elche gespawnt vor mir. Aber leider keine guten. Ah, das ist wieder der Junge. Ja, sind wirklich gerade Elche von mir gespawnt. Das ist wieder die Gruppe, die ich beim letzten Mal schon, die habe ich ja schon seit, die verfolge ich seit 2 Streams. Und die bringen mir halt überhaupt nichts. Der hier wird irgendwann mal 2 Sterne bekommen, aber er ist leider noch jung. Der ist vom Geweih her, ist der wirklich gut. Der hier nicht so. Das könnte sein, dass er noch 2 Sterne bekommt, aber vielleicht auch gar nicht. Das könnte mein Elch sein. Ich habe genau Rückenwind. Jetzt müssen wir wirklich darauf achten, was tun wir jetzt hier. Nein! Och nö. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist das schon wieder... Ich habe doch die Gruppe eben an dem anderen Wasserloch gesehen. Ist das jetzt wieder die gleiche Gruppe? Hör auf. Der ist auch jung. Das sind wirklich wieder die 2, die ich eben gerade gesehen habe. Aber ich bin noch gerade von der Wasserstelle weg. Ihr macht mich fertig. Was ist mit dem Spiel los? Ich finde einfach kein Elch. Keinen Elch, den ich für meine Quest verwerten kann. Komm ich hier durch? Ich hoffe. Das sieht gut aus. Oh. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Die kommen direkt auf mich zu. Das heißt, wir müssen... Also jetzt müssen wir mal gucken. Das ist doch auch Crap hier. Also bis jetzt sind da 2 Männchen drin, die sind auch jung. Und 2 Weibchen. Also es ist nicht die Gruppe, die mich die ganze Zeit schon verfolgt. Aber es ist auch keine neue, frische, gute Gruppe mit einem Elch mit 2 Sternen. Ist halt einfach auch wieder Crap. Also die Tiere hier scheinen auch so ein bisschen ihren Zeitplan selber nicht ganz ernst zu nehmen, ne? Also... es gibt hier ganz eindeutig Trinkzeiten, offiziell, aber daran wird sich nicht so wirklich gehalten. Ne? Also während der Trinkzeit wird hier auch mal ein bisschen geknabbert oder so. Alles kein Problem. Bin sehr nah an den Elchen dran. Ne? Aber es ist halt auch wirklich nur Schrott dabei. Jung und 1 Stern. Was soll ich damit? Wir brauchen 2 Sterne Elch. Das sieht doch nach einem Elchulus Maximus aus. Ja, ausgewachsen, 2 Sterne. Das ist genau mein Elch, den wollte ich haben. Der nicht. Der ist Müll. Aber der da. Bevor er jetzt noch weiter wegläuft, schieße ich jetzt. Nicht. Was bilde ich mir eigentlich ein? Oh. Leider auch nicht. Leider nein, leider gar nicht. Okay. Ich würde sagen, das Blut, was da rausspritzt, das könnte pink gewesen sein. Und solange es pink ist, ist es gut. Nein, das ist rot. Rot, kleine Menge. Lol. Es bringt mir jetzt überhaupt nichts, da reinzulaufen in das Gebiet. Es bringt mir überhaupt nichts, dem jetzt nachzulaufen, weil ich hier genau, bei der genau in dem Gebiet gelaufen ist, wo ich keine Jagdlizenz für habe. Und, hat mich ausgetrickst. Der hat mich einfach...
kann einfach wieder versuchen, den nochmal zu. Also ich kann versuchen, den nochmal zu finden, ja. Ich kaufe mir gleich die Jagdlizenz hier für das Scheißgebiet, ey. Weil hier laufen wirklich. Hier gibt's wirklich krasse Elche, ne? Also hier habe ich schon 4-Sterne-Elch gesehen und so. Hier ist immer alles voll. Aber ich darf hier leider nicht jagen. Weil mir hier die Lizenz fehlt. Und um diese Lizenz zu kriegen, muss ich einen Elch mit 2 oder mehr Sternen schießen. Ihr merkt es langsam, ne? Das ein Teufelskreis hier. Da ist er. Gefunden. Da ist er. Ist er gar nicht. Das ist er gar nicht. Nee, ist er leider auch nicht. Der ist erwachsen und hat 1 Stern. Oh. Ich meine, klar, den schieße ich jetzt auch, aber... Es ist er einfach nicht. Es ist eine richtige Clowns-Veranstaltung hier. Taucht der jetzt ab oder was? Mit ihm. Na komm, hinter dem Busch hervor. Dann bist du dran. Easy. So. So nämlich. So. Erster Schuss. Direkt in den rechten Lungenflügel. Zweiter Schuss. Nochmal in den rechten Lungenflügel. Ah, das könnte sein, dass ich dadurch, dass ich 2-mal in den rechten Lungenflügel getroffen habe, dass dadurch Punktabzug bekomme. Ja. Also von der Energie her war es okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist vollkommen mega. War es vollkommen okay. Aber dadurch, dass ich glaube ich zweimal das Organ zerstört habe. Und für die Leute auf YouTube. Falls ihr die Abschlüsse aus den Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung und im Channel Erlegtes poste ich alle Abschlüsse aus den Streams und den Videos. Im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Das können wir natürlich auch immer machen, ne? Bisschen Geflügel jagen. Und dabei schauen wir natürlich nach Elchen. Aber wenn sich hier kein Elch ergeben möchte, dann erzwingen wir die ganze Nummer auch nicht. Die Kugel sicher oder was? Habe ich erwischt. Ah, die kommen schon wieder. Ich habe einige davon gehittet. Ich habe immer wieder Blut im Himmel gesehen. Leider wollte keine runterkommen. Sehr schön. Schöner Treffer.
ein Stern, musste raus, 31,1. Die ist aber auch ein hässlicher Vogel, ne? Ist ein richtig hässlicher Vogel. Hat zwei erwischt. Ja. Sehr nice, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war ein Weibchen. Guck mal. Die habe ich dreimal getroffen. Lol. 4 von 5. Schade. Er hat eine 3-Sterne-Wertung. Auch nicht schlecht. Bevor ich die hier ausrotte, muss ich, glaube ich, auf was anderes gehen. Hier haben wir noch eine. Der hatte einen Stern. Das war ein Männchen. Ein Erpel. Nee, komm, ich lass die jetzt mal zufrieden. Weil es sind nur noch 5 oder so, keine Ahnung. Oder, hey. Oh, ich hätte so Bock. Nee, komm. Bevor ich hier die Population vernichte. Halt auch kaum noch Munition. Halt auch nix, ne? Ist egal, komm. Zweiter Schuss, der saß dann. Und irgendwo war hier noch einer, oder? Da. Nee, da. Eine habe ich noch erwischt. Eine habe ich noch erwischt. Ich habe noch eine Kugel für euch. Eine habe ich noch. Ach, Mist. Schade. Manchmal treffe ich gar nicht und dann treffe ich auf einmal 2 auf einmal. Weiß ich auch nicht, was davon halten soll. Was sind die beiden Wildenten? Okay.
mein Gott. Mein Stuhl. Okay. Egal. Ey. 5 von 5 Sternen. Was ist da los? Das ist ja mal wieder mega random. Das ist ja mal wieder mega random. Oh mein Gott. Krass. Hey, die Ente nehme ich mit. Krass, krass, krass. Ist das selten? Ja, eigentlich schon. Es ist also. Ist eine perfekte Ente. Besser geht's in diesem Spiel nicht. Eine bessere Wildente wirst du nicht sehen. Ich muss mal schnell gucken, wie viel. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel genetisches Potenzial die hatte. Potenzial. Die hatte 98,63. Ja, geil. Mega nice. Wirklich, so eine gute Ente hatte ich noch nicht. So 98,63. Perfekt. So, und damit war es auch wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Der 2-Sterne, ich wollte nicht fallen. Ich habe ihn gesehen. Wir haben uns beide in die Augen geschaut. Und er hat gesagt, nein, heute nicht. Und hat mich einfach, ja, getreut. Ich habe einen Schleifschuss gemacht. Und er hat fett gedodged. Keine Ahnung. Ja, aber dafür eine 5er Ente. Eine schöne, perfekte 98% Ente. Die war saftig. Die werde ich mir irgendwo schön in die Trophäenhütte stellen. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.